So Leute, da sind wir beim neuen Video und ich habe für euch ein Pre-Release-Kit von Die verlorenen Höhlen von Xana. Dieses Video wurde freiwillig, halb freiwillig, gesponsert von MDG mit Patrick. Denn wir waren am Wochenende bei seinem Patreon-Treffen. Und dort wurde ein Pre-Release gespielt. Wie ihr vielleicht auf Instagram und Facebook und Twitter, und Blue Sky vielleicht gesehen habt, war ich als Judge vor Ort. Das bedeutet, ich konnte nicht mitspielen. Ich hätte aber gerne mitgespielt. Also hat der liebe Patrick gesagt, hey Blackie, tu mal die Maus aus deinem Bildschirm und nimm dir doch einfach ein Pre-Release-Kit mit. Und er hat gesagt, yo, voll cool. Und dann sagt er, ja, muss ein Deck draus bauen. Ich sag, naja, ich habe was Cooleres. Ich habe die Idee, daraus ein Video zu machen. Und dementsprechend machen wir jetzt das Pre-Release-Kit auf. Ich werde die Preise ganz am Ende zusammensetzen. Denn ich glaube, es weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob es eine Pre-Release-Challenge gibt. Ich weiß, dass ein paar Leute, so wie Dr. Alzheimer und so weiter, ein Video gemacht haben, wie sie auch Pre-Release-Kits aufmachen. Und ja, deswegen, also ich werde unten mal so aus der Community ein paar Leute verlinken, die auch ein Pre-Release-Kit aufgemacht haben und werde da mal tatsächlich Werbung für die anderen ein bisschen mitmachen, weil ihr kennt mich, Community-Mensch, ich liebe Community. Und gut, wir gucken mal rein, was wir hier so rausziehen und was das Ding am Ende wert war. Wie immer bei solchen Sachen, ich gucke mir die Sachen ein bisschen genauer an, entfessle deinen Entdeckergeist. Und werde so ein bisschen schauen, was man so machen kann. Werde jetzt nicht jede einzelne Karte durchgehen. Wir haben hier 6 Draft Booster drin. Dementsprechend ist es ein bisschen viel. Ja, wunderschön. Hier haben wir Marker. Das sind diese Death Marker im Sinne von, dass die Karten danach nicht wieder ins Spielfeld kommen. Das sind Stun Counter und +1/+1 Marken. Und ja, Müll. Gut, gucken wir uns das Ding mal an. Wir haben einen schwarz-blauen Würfel. Der ist ziemlich cool. Aber es sind leider die kleinen. Ich warte noch drauf, dass Watt sich ja auch endlich mal die großen reinmacht. Dann haben wir unser Pre-Release-Kit. Müll. Deckbauhilfe und so ein Kartentrainer. Müll. Und dann gucken wir an. Die Promo. Fangen wir mit der Promo an. Und ich glaube, ich gehe mal in diese Ansicht. Gucken wir uns die Promo an, das ist die Pre-Release-Promokarte. Gucken, es kann irgendeine Rare oder Mythic aus dem Set sein, soweit ich weiß. Und dementsprechend haben wir Breachers, eifriger Plünderer. Das ist eine sehr, sehr coole Karte. 3x3/3 Erstschlag. Und immer wenn ein Pirat, den man kontrolliert, angreift, bestimmen wir 1, was in diesem Zug noch nicht bestimmt wurde. Das heißt, insgesamt können wir alles 3 machen, wenn wir mit 3 Piraten angreifen. Wir erzeugen einen Chart-Spielstein. Eine Kreatur unserer Wahl kann ich blocken. Oder wir schicken die oberste Karte des unserer Bibliothek ins Exil und können diese Note spielen. Wie gesagt, wenn wir 3 Piraten haben, die angreifen, können wir alles 3 machen. Was einfach eine coole Sache ist. Dann haben wir einen Arena-Code. Das ist der Pre-Release-Arena-Code. Den könnt ihr gerne eingeben. Ihr bekommt dann einmalig, also jedes Mal, Pre-Release-Code gilt ja nur einmalig, bekommt ihr dann 6 Booster, einer von euch. Wer auch immer das Ding dann am Ende eingelöst hat, wäre cool, wenn ihr es unten in die Kommentare schreibt, damit andere Leute sich das, die Mühe nicht machen, das Ding abzutippen. Gehen wir in die Booster rein. Wir haben Draft-Booster. Wie immer bei diesen Boostern, ich kann nicht über alles drüber gehen. Das dauert viel zu lange. Ich werde ein bisschen mit euch drüber reden. Richtige Chance. Aber im Großen und Ganzen werde ich hauptsächlich auf die Rares und Mythics eingehen. Denn wir haben auch im Ankommenslot, glaube ich, nicht wirklich was wert ist. Wandbild des Meisters. Sehr cool. Fledermauskolonie. Ich mag ja Fledermäuse, wenn man es noch nicht weiß. Ich habe früher dauerhaft eine Fledermauskette getragen. Dann haben wir, das ist der Schreckensmaul. Das ist eine 6-Mana-6-6 Trampel. Wenn er ins Spielfeld kommt, ziehen für jede andere Dino-Karte eine Karte. Darüber regen sich die Leute auf, weil der Schreckensmaul brauchte keinen Buff. Er war perfekt, so wie er war. Stehe ich auch zu. Dann haben wir Abuelo.
Echo der Ahnen. Ist ein Geist für 3 Mana 2, 2 fliegend mit Abwehr 2. Für 3 Mana schicken wir eine andere Kreatur oder Artefakt unserer Wahl, die wir kontrollieren, ins Exil und bringen es zum nächsten Endsegment wieder. Richtig cool mit Geistern, so einen Flicker-Effekt zu haben. Es gibt ja noch das Flicker-Geister-Gedöns-Deck aus Kaltheim. Da passt der richtig gut rein. Dann haben wir noch eine zauberhafte Höhle und einen Lageplan. Ich leg den Abuela mal raus. Ich dachte mal, Abuela heißt irgendwie Oma oder so. War das nicht so was? Ich rufe meine Abuela an. Bin mir nicht mehr sicher. Wow. Irgendwann kümmern wir uns um kolossales Schreckensmaul. Ich werde diesen QR-Code gleich mal scannen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe wirklich Angst. Eins, eins, Gnome. So, jetzt sind wir richtig. Gehen wir ein bisschen durch. Es gibt so ein paar Karten hier. Fallgiftfrosch. Ist das ein hübsches Artwork oder ist das ein hübsches Artwork? Richtig, ist ein hübsches Artwork. Dann haben wir hier Pilzwesen, Gehäuseschnecke. Ganz klar klassischer Kreaturentyp in Magic. Fast so ikonisch wie Goblins und Meervolks. Die Igel, der Pilgerer. Ui. Tarians Seelenspalter. Ein Mana, legendäre Ausrüstung, die Ausrüstungskreatur hat Wachsamkeit. Sehr, sehr cool. Und immer wenn ein anderes Artefakt oder eine andere Kreatur, die wir aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, legen wir eine +1/+1 Marke drauf. Es ist nicht aus unserem. Boah, ich glaube, ich tue den in den unteren Teil rein. Der ist ja geil. Der ist richtig geil. What the freaking... Vor allem, wir legen eine +1/+1 Marke auf die ausgerüstete Kreatur. Wisst ihr, was das mit den... Wow. Okay, den in Affinity oder Ursa-Saga-Decks mit Arcbound Ravager. Was ist denn hier für ein Ding passiert? Wie konnte der mir denn durch die Lappen gehen? Ultimischer Krabbler. Eine Ebene. Wunderschöne Ebene. Aber dieser Seelenspalter, Alter, wie konnte der mir denn durch die Lappen gehen? Den werde ich irgendwo verbauen. Der ist ja geil. Man lernt nie aus. So, gucken wir weiter. Das ist wieder erschreckend, wenn du als Judge dich vorbereitest auf ein komplettes Release und trotzdem Karten, trotz Judge sein und einem Podcast, der sich nur um neue Sachen kümmert, tatsächlich irgendwie sowas nicht sieht. Das ist so krass. Es zeigt einfach, wie viel Produkt aktuell rausfliegt. Dann haben wir als unsere Rare Kelan Verwegener Reisener. 2x2/3. Mensch, Feenwesen, Speer. Kennst du nicht? Immer wenn er angreift, decken wir die oberste Karte der Bibliothek auf. Falls eine Kreaturenkarte Mana kostet 3 oder weniger ist, nehmen wir sie auf die Hand. Andernfalls können wir sie in den Friedhof legen. Und wir können für ein Mana weiterziehen machen und X Lageplan-Spielsteinen machen, wobei X die Anzahl an Gegnern, die ein Artefakt kontrollieren, ist. Lagepläne habe ich irgendwo einen Token von gehabt, die exploren halt. Steckt da Zuchtgarten und Marken. So. Bisher haben wir, glaube ich, noch keinen Heavy Hitter. Es sind generell nicht so viele Heavy Hitter drin. Aber ich muss sagen, so eine Cavern of Souls würde ich mir schon gönnen. Bin ich ehrlich. Relikengebrüll. Vergessenes Monument. Wir haben Palantis Brutmutter. 5x5/3. Andere Dinos, die wir kontrollieren, haben Eide. Und wenn sie ins Spielfeld kommen, kriegen wir 2 0/1 grüne Dinosaurier-Eier. Und zu Beginn des Kampfes, falls wir ein oder mehr Eier kontrollieren, können wir ein Ei opfern, um 3/3 Dinosaur zu machen. Okay. Hui. Hui. Wir haben noch eine Voll-Rare. Kampflustiger Hammerschädel. 3x6/6. Wenn die mit dem angreift und keinen anderen Dino kontrolliert, kommt da ein Stun-Counter drauf. Ist ein richtig guter Dino. Der ist richtig gut. Ich glaube tatsächlich, dass der, wenn Pioneer und oder Standard irgendwie ein Dino-Deck passiert, dann wird er Teil davon sein. Ganz, ganz sicher. So, gehen wir weiter. Gucken wir weiter. Puh, ich bin gespannt. Also die Karten hier raus sind halt wirklich cool. Ich bin nicht so der Azteken-Fan. Ich bin ja eher so ein Ägypter. Aber die Karten sind halt wirklich gut. Verwüstendes Brontodon. Ist ein Reprint tatsächlich. Dann haben wir Urwurzel Pilgerreise. 2x Verzauberung. Immer wenn ein oder nicht mehrere Nicht-Spielstein-Mehrvölker, die wir kontrollieren, getappt werden, erzeugen wir 1/1
blaue Kreaturenspielsteine mit Fluchsicher. Die ist gar nicht so bad. Steckt eine Gruppe los. Die ist gar nicht so bad. Die Urwurzelpilgerreise. So, letztes Booster. Das ist unser Pre-Release. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich ausbauen würde. Wahrscheinlich hier so ein Dinosaurier-Ding. So ein Dinosaurier-Piraten-Ding mit Ausrüstung. Keine Ahnung. Weil, ja, man muss ja irgendwie wieder drauf kommen. Und irgendwie. Ich meine, ich habe eine Menge Dinosaurier gesehen, die ich habe. Würde ich wahrscheinlich das bauen. Wieder Biss. Noch mehr Dinosaurier. Und Thron des grausamen Captains. Zweimal ein Artefakt. Für Tappen millen wir zwei Karten. Und wir können anfertigen mit einem Dinosaurier, einem Meervolk, einem Vampir oder und einem. Ich weiß es nicht mehr. Und dann bekommen wir einen 7-7 bedrohlich, Trampelschaden, Lifelink, Fluchsicher. Immer wenn der grausame wenn die grausame Kapitänin angreift, opfert jeder Gegner nicht an Permanentes. Dann kannst du eine Kreaturenkarte, die ins Exil geschickt wurde, um den anzufertigen, getappt und angreifenden Kreaturen spüren. Okay, spannend. Versunkene Höhlen in Foil. Und noch eine Insel. Sehr hübsche Insel in Foil. Ja, das war mein Kit. Hier seht ihr jetzt, was das Ding komplett wert hat. Ausgenommen sind die beiden Inseln. Der Rest ist tatsächlich so ein bisschen die Rares und halt die eine Foil Rare, die ich hatte. Und die Promo. Und ja. Nochmal vielen Dank an Patrick. Guckt in der Videobeschreibung nach den anderen Videos von den anderen Leuten. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Hab Lexit. Ciao, ciao.